Amir, das Wundervolle an Interviews mit dir ist, man kann die Eingangsfrage kurz halten. Was stinkt dir gerade? Naja, also gerade würde ich nicht sagen, aber also wir haben uns ja die letzten Jahre ja immer wieder unterhalten. Und das, was mich eigentlich immer schon gestört hat, verfestigt sich eigentlich. Dieses Gefühl, dass was kann mal einmal war, im Sinne von einem relevanten Kreativwettbewerb, wo es wirklich darum geht, herausragende kreative Kommunikation auszuzeichnen und auch irgendwie vorzuhalten, damit die Leute davon lernen und inspirieren, immer mehr sich selbst persifliert und immer mehr die Seele der kreativen Seele verloren geht. Und es wird immer mehr und immer mehr ein Marketing- und Tech-Forum, was nicht schlecht ist, weil auch die Natur unserer Industrie mittlerweile so ist. Aber ob das richtig ist, finde ich das nicht. Also aber warum machen denn so viele Agenturen diesen Zirkus mit? Und ich meine, ihr reicht ja ein, dafür könnte man sich ja ganze Städte bauen. Richtig. Also wie gesagt, wie du weißt, hab ich ja vor 2 Jahren ja den Versuch gewagt zumindest, in Cannes komplett auszusteigen. Da durfte ich noch nicht, weil unsere Holding-Company natürlich Omnicom das Sagen hat. Aber mittlerweile sind auch bei Omnicom die Leute so weit, dass sie gesagt haben, das macht überhaupt keinen Sinn, weil der Aufwand, die Kosten und der Nutzen in keinem Verhältnis mehr stehen. Und das andere Problem ist, wie du weißt, hier werden ja mittlerweile, hier kann ja jeder fast den Löwen gewinnen. Die vergeben ja an einem Tag 350 Löwen. Das heißt auch, ist die Währung auch nicht mehr so hart, wie sie war. Und ganz ehrlich, du weißt das selber als Agenturchef, was ist denn der Nutzen, einen Löwen zu gewinnen im Sinne von Neugeschäft oder im Sinne von Rekrutieren von Leuten? Ist mittlerweile lange nicht mehr so, wie das war. Und deshalb erst recht die Frage, warum machen so viele Agenturen hier das noch? Weil das ja ein Prinzip ist, weil die alle mitmachen wollen, weil es wahrscheinlich immer noch, weil wir eine eitle Branche sind, wo wir uns selber irgendwie gegenseitig auf die Schulter klopfen wollen oder uns selber feiern müssen, weil sonst uns keiner feiert. Das gehört dazu und dieses Geschäft mit der Eitelkeit funktioniert, aber man muss irgendwann einmal sagen, nee, das bringt nichts und das ist nicht das, worauf wir uns fokussieren sollten. Das ist meine Meinung, aber wie gesagt, die Meinung ist ja nicht neu. Ja, und wenn du dir anschaust, was da so gewinnt, ne, bist du dann zufrieden? Also glaubst du, naja, das sind zumindest Sachen, die irgendwie Strahlkraft haben, an denen man sich orientieren kann? Es gibt sicher ein paar Ideen, wo du sagst, ja, die haben sicher dieses Jahr weltweit für Furore gesagt, wie zum Beispiel Fearless Girl. Wenn du aber dann kritisch dahinter schaust, was hat diese Idee mit Auftragskommunikation zu tun? Weil das ist eine grandiose künstlerische Idee, um auf die Frauen und auf das gesamte Thema Gender Equality aufmerksam zu machen. Aber da steht weder ein Auftraggeber dahinter, noch war da ein kreativer Prozess dahinter, sondern da kam eine Idee und es gab halt irgendeinen Milliardär, der irgendwie gesagt hat, ja, ich mach das. Da stellt sich für mich die Frage, was sagt uns das, wenn wir sowas auszeichnen? Was ist ja nicht das, was wir eigentlich tagtäglich machen. Das ist das eine. Das andere ist, du hast in den Juries offensichtlich Leute, die keine Ahnung haben, wenn ich sehe, dass in der Outdoor-Kategorie Twitter den Grand Prix gewinnt für eine Plakatkampagne. Wenn ich in der Jury wäre, meine erste Frage wäre, warum macht Twitter eine Plakatkampagne? Das macht überhaupt keinen Sinn. Und immer mehr siehst du bei diesen ganzen sogenannten Gewinnern, dass da halt die Bodenhaftung und die Realitätsbezug fehlt. Und das ist ein extrem gefährliches Zeichen, weil die richtige Arbeit, die wir tagtäglich tun, im Vergleich zu diesen möchtegern innovativen Dingen überhaupt keine Chance mehr hat. Ist das hier mittlerweile sowas wie eine Kunstmesse geworden? Kunstmessen werden ja veranstaltet tatsächlich von Kunsthändlern und die zeigen Kunst derjenigen, die sie fabriziert haben. Und die sie fabriziert haben, sind sehr stolz darauf. Aber dahinter ist eigentlich das große Geld. Richtig. Ich glaube, der Vergleich ist sehr, 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 sehr relevant. Aber wie gesagt, der Kunstanteil verliert immer mehr und immer mehr. Es ist ja, wie gesagt, mehr und mehr ein Networking und Marketing und Tech-Konferenz. Und das hat mittlerweile Dimensionen angenommen, wo ich auch sage, nee, das ist weder inspirierend noch motivierend, noch macht es Spaß. Ich meine, du bist jetzt seit einer Woche da, ich bin gestern gekommen. Es ist anstrengend. Also es ist einfach, den Weg zu gehen an der Korsett ist schon anstrengend. Du willst gar nicht hier sein. Und das ist eigentlich nicht der Sinn der Sache gewesen. Und was sollten Agenturen dann jetzt deiner Meinung nach tun? Was ist die Konsequenz davon? Ich meine, du kennst meine Meinung über das gesamte Thema Kreativranking in Deutschland. Wo ich ja damals als ADC-Präsident gesagt habe, wir sollten das Kreativranking abschaffen. Weil wenn du die Bühne wegnimmst, dann würden auch die Agenturen anfangen, das Ganze zu überdenken. Weil wenn du eben dieses Ranking nicht mehr hast, wo man versucht, aufgrund von gewonnenen Awards dich zu vergleichen, hast du auch keinen Anlass, so vehement so viel Geld und so viel Zeit zu investieren, um Awards zu gewinnen. Das ist offensichtlich nicht möglich, weil die Fachmagazine ein wirtschaftlich relevantes Interesse dran haben. Aber ich glaube, jede Agentur sollte für sich die Frage stellen,
will ich mein Geld hier verprasseln oder sollte ich das Geld lieber nicht nehmen, um in Zukunft zu investieren, um in weitere Ausbildung meiner Mitarbeiter zu investieren, um neue Geschäftsfelder zu investieren, statt irgendwie hinterher zu rennen, um mir einen Preis zu erkaufen, den ich eigentlich mir auch selber geben könnte, ohne Geld. Also ich könnte dir gerne, wahrscheinlich fänden wir den Produzenten von den Löwenhersteller, dann bauen wir einfach uns gerne Löwen und schenken uns gegenseitig Löwen und klopfen uns gegenseitig auf die Schulter. Es ist günstiger, Mirko. Und für das Geld, was wir hier ausgeben, machen wir eine großartige Party in deiner Heimat, schön oben im Norden und mit Grillen und Bier. Und das ist auf Fehmarn, auf dem Fehmarn. Vielleicht sollten wir das genau nächstes Jahr so tun.